Wir gehen jetzt wieder angeln. Jetzt ist Nachmittag. Mein Bruder und mein Vater, die haben ja vorhin geplankt auf dem Boot. Deswegen bin jetzt wieder ich dabei, damit wir jetzt auch mal wieder einen Fisch sehen. Die waren vorhin im Playa del Carmen angeladen, haben kleine Haken gekauft, damit wir jetzt Köderfische fangen können. Genau, und dann probieren wir jetzt mal unser Glück. Jetzt hier eine ganz einfache Dropshot-Montage, geschmückt mit einem Tintenfisch Pulpo. Lass jetzt hier rein, einfach runter. Oh. Zupfen. Der Vater neben mir hat schon einen. So, René, siehst du, da schmeißt hin. Der erste Fisch auf Köderfisch. Auf Livebait. Ja. Ja. Schöner Fisch, hä? Keine Chance, den kriegt man nicht raus. Ja, nicht draufdrücken. Scheiße. Schmeiß dahinter, da ist der andere, das sind mehrere. Hey, keine Chance. Hey, ich mach zu. Ich hab keine Ahnung, der ist groß. Der ist ein Thunfisch. Ich hab keine Chance. Naja, natürlich. So, wir machen jetzt einen Platzwechsel. Wir gehen jetzt von dem hinteren Steg. Boah, auf den ganz schön steinigen. Auf den anderen Steg. Nämlich auf den da vorne. Dann probieren wir jetzt da mal unser Glück. Nachdem René einen ziemlich großen Fisch verloren hat, dass wir jetzt nochmal ordentlich einen Fisch drauf bekommen. Ja, dann probieren wir mal, ne?
Ey Patrick, ja? Meinst du, in dem Brunnen können wir unsere Angeln abwaschen? Ich denke, die sind klar, das sind so nett, dass die Süßwasserbrunnen waren, dass wir Angeln unsere Angeln waschen können. So, unser Angeltag ist jetzt für heute mal zu Ende. Wir waren heute nicht so erfolgreich, konnten heute Morgen beim Schleppen, haben wir ja gar nichts gefangen. Dann heute Nachmittag haben wir leider nur einen Horseye-Check gefangen und René hat auf dem Popper seinen großen Fisch verloren. Ja, das habt ihr auch im Video gesehen. Es kann nicht jeder Tag so gut laufen, aber morgen greifen wir wieder voll an, stehen früh auf, gehen los fischen. Und dann schauen wir mal, was morgen passiert. Ja, so sieht's aus, genau.